Folge 13 von The Witcher 3. So, wir hören hier so ein komisches Geräusch. Das ist mir jetzt gerade vom Start der Aufnahme aufgefallen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was macht hier so komische Geräusche? Magie, ein Ort der Macht. Was ist das? Halten zum Interagieren? Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Bam! Einfach so knallhart mitten in die Fresse und so. Alter Schwede, ist das geil. Ich sage es euch. Ich sage, vor allem sage. So. Dann lass doch mal gucken. Was sind das? Ein Ort der Macht. Das ist mir gerade aufgefallen. Dieses. Bschsch, vor dem Videostart. Ich denke mir, was geht mir da auf den Sack? So. Lass mal gucken. Charakter. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, verfügbare Fähigkeitspunkte. Die kann ich jetzt aber nur hier und hier. Achso, nee, das heißt, da habe ich schon investiert. Du könntest jetzt Wirkung des Drankes um 10% erhöht. Für die nächste Stufe auch die Vitalität wäre erhöht um 10%. Auf Klingen angewählte Öle bewirken bei jedem Treffer 3% Chance, das Ziel zu vergiften. Je höher die Stufe verwendetes Öl ist, desto größer ist die Chance. Wirkungsdauer des Dranks plus 5%. Ja. Könnten wir theoretisch jetzt auch da. Das sind jetzt aber so passive Kernfähigkeiten, die du leider hier nicht reinballern kannst. Das ist noch leider sehr schade. Hier kannst du 1 von 5. Also da würdest du den Schellenwert beziehungsweise ja, die Vitalität und so. Du kannst es ja jetzt hier auch Fähigkeiten reinmachen. Aber an sich so jetzt mit Angriffskraft oder so haben wir momentan nichts. Wir haben jetzt ja momentan nur das Mutagen für die Alchemie, ne? Das ist halt, ja. Dann sollten wir halt mal ein bisschen auf Alchemie skillen, weil das lohnt sich auf jeden Fall, weil Tränke wirst du so oder so schlucken. So, was ist das? Raserei. Bei einer Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Achso. Über 0? Alles klar. Gut, dann gucken wir mal, wir haben hier eine ruhige Hand, verlangsamt die Zeit beim Ziel von Bomben. Nee, das mit diesen Klingen könnte man tatsächlich noch machen, weshalb ich Fertigkeit erwerben könnte ich theoretisch machen. Aber dann hätte ich halt das nicht mehr mit diesem Offline-Skill hier, also mit diesem Regenerieren zusätzlich pro Sekunde, wenn ich außerhalb eines Kampfes befinde, sonst müsste ich immer was essen und das ist auch doof. Allerdings wäre das halt auch nicht schlecht, weil die Wirkungsdauer eines Trankes erhöht wird. Aber Öle sind halt auch hilfreich, ne? Die klatscht nämlich schön liebevoll auf das Schwert. Aber wir machen jetzt erstmal hier. Wir verbessern jetzt erstmal diese Fähigkeit. Fähigkeitspunkte an sich habe ich ja gar keine mehr. Würde Vitalität 100 gibt's aber weiterhin. Ach so, schade. Du brauchst also quasi die zweite Fähigkeit, um das. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Egal, da haben wir jetzt komplett auf Tränke. Ja, uns wurde ja zuletzt gesagt, wir sollen leveln. Das machen wir auch. Dann gucken wir jetzt mal, also Quests annehmen oder sonst was, um eine Stufe aufzusteigen. Das wurde uns ja gesagt. Dann würde ich jetzt mal individueller Wegweiser, dann machen wir das doch. Theoretisch könnte ich jetzt mit Wesimir quatschen, wegen den Vorbereitungen des komischen Dings. Machen wir jetzt aber nicht, sondern wir laufen jetzt hier chillig weiter. Und laufen da hinten hin und gucken uns so ein bisschen mal die Landschaft an. Wir erkunden einfach, wir leveln einfach. Ich hoffe nur, dass wir nicht auf den Greif treffen. Sollten wir das tun, nehmen wir unsere Beinchen in die Hände und laufen dann Handstand oder so. Keine Ahnung. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ganz schnell weg dann. Aber wir gucken uns jetzt so ein bisschen die Landschaft an. Alles tutti frutti und so. Oh. Fick dich! Oh, Deserteur! Fick dich! Lass sie nicht zu Atem kommen! So, was habe ich denn, Igni? Komm zu Papa. Nee, mein lieber Deserteur. Ja, den habe ich aufgeschlitzt. So, der ist jetzt auch hier in der Maschinerie.
mal, ich zeig dir mal was. Komm mal her, Deserteur. Komm her. Oh, holy shit, Mann. Das war ordentlich gezwiebelt. Ara Geralt von Rivia. So muss das, Freunde. So muss das nicht anders. Kleiner Knibbel, mein Freund. Gib mir euer Salz. So, das sind die schönen hübschen Leichen, Leinen, rostige Schwerter, Leinen. Ich brauche alles, meine Freunde. So. Mega gut. Schema, skellige Gamsen, Manuskripte, kleine Igniglyphe. Ja, wir haben ja auch Glyphe, neues Schema, Manuskripte entdeckt. Das ist gut. Fläschchen entdeckt, Wasserflasche, bla 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 bla. Ja, ist gut, wenn die jetzt nur alle so Level 2 sind, solange die Zahlen dort grün sind, ist ja alles gut, ne? Dann haben wir ja damit keine Probleme. Den haben wir ordentlich geköpft, Leute. Da bin ich gerade so richtig stolz. Ja, das haben wir gut gemacht. So. Ja. Das haben wir soweit alles, aber ansonsten gibt es jetzt hier wahrscheinlich nichts Besonderes, jetzt irgendwie was entdeckt worden ist. Nö, wir haben nur das Banditenlager ausgemerzt. Mit dem. Also es war ja per interessante Orte drin. Wir könnten uns ja da hinten noch mal ein bisschen so angucken, weil da steht nicht erkundet. Machen wir das doch einfach mal. Würde ich jetzt mal sagen. Durch die Pampa reisen können wir ja auch. Wir könnten aber auch per Schnellreise, oder? Und dahin können. Oder muss ich da wirklich an so einem Kackschild hin und das da machen? Oder kann ich da jetzt einfach. Von hier aus ist Schnellreisen nicht möglich. Alles klar. Gut, ich muss dann zur zerstörten Brücke runter, damit ich da schnell reisen kann. Gut, auf dem Weg können wir ja noch Pflanzen mitnehmen. Ja, gut. Also in dem Sinn ist dir das ja mehr oder weniger überlassen. Hm. Wo ist Fleisch? Okay, hier wurde was zerlegt. Zerdeppert. Oder wir laufen einfach durch die Pampa, so wie man das halt machen sollte. Das könnten wir natürlich auch machen. Anstatt jetzt zur zerstörten Brücke, weil an sich so weit jetzt zum Laufen ist. Das, ach komm, wir laufen, Mann. Scheiß auf die Schnellreise. Das lohnt sich halt wirklich, wenn du jetzt von einer Quest von A nach B möchtest. Guck, da hinten haben wir doch so ein komisches Dorf. Da ist es doch schon, oder? Wahrscheinlich. Und währenddessen können wir ja noch ein paar Kräuter einsammeln. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Wer weiß, guck, hier ist zum Beispiel ein totes Pferd. Das ist hier schon mal sehr ertragreich. Da ist den Wachhund, der ist mir, glaube ich, freundlich gesinnt. Zumal ja, das ist ein freundlich gesinnter Wachhund. Da ist ein Wolf, der ist Stufe 5. Den können wir gleich mal schlitzen, der gibt Erfahrungspunkte. Komm mal her, Wolf! Ja! Yeah! Schön mit dem Stahlwert und ein Hunde. So, da können wir erstmal. Schön Luti, Luti, Luti. Luti, Babuti. Was ist das hier? Reden nilfgardische Soldaten. Ich, Elend, du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Klauen würde ich jetzt hier nicht bei dem Lager der Nilfgaarder. Das machen wir jetzt mal nicht. Weil sonst müssen wir wieder den ultimativen Hexerzauber anwenden. Was wir ja nicht wollen und ja. Aber guck, zum Beispiel sowas hätten wir jetzt alles nicht gefunden. Würden wir mimimi, ne? So, dann lass mal gucken. Was haben wir denn noch so Schönes? Also jetzt allererstes erstmal hier noch einsammeln. Da oben haben wir noch irgendwas Rotes, so ein rotes Bündchen. Was ist das denn? Ja, da oben ist ein Kugel. Oh. Ein Neckar. Also Feuer mag er nicht zum Glück. Bastarium Eintrag hinzugefügt. Neckar.
kleines blaues Mutagen. Das ist das Magie-Mutagen. Sehr, sehr hilfreich. Werden wir wahrscheinlich noch weitgehend brauchen. Ah, hier ist auch nochmal einer. Ja, komm her, wir befreien euch. Kleines grünes Mutagen. Wozu ich das allerdings brauche, weiß ich nicht. Nester können wir ja auch noch so. Da gibt es bestimmt hier so ein Nest irgendwo von diesen Viechern. Das können wir jetzt bestimmt plätten oder so. Auf jeden Fall töten sie gerade die Viecher hier. Das ist nicht so gut. Ah, doch, wobei. Ja, gut, es gibt mir halt keine Erfahrungspunkte. Aber die killen ja alles, was hier rumläuft. Oh, Alter, guckt euch das mal an. Cool. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal, die töten hier ja absolut alles im Wald. Nee, das wollen wir ja nicht. Hundetalk. Rohes Fleisch. Da haben wir noch ein Pflänzchen. So, gibt's hier vielleicht irgendwo ein Nestchen? Oder so, das kann ja sein. Hasenfell. So, stärke meine magische Kraft. Ja, brenn, mein Freund. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht zwei gleichzeitig begegne oder so. Boah, diese Sterbeanimation mega gut. So, da gibt's bestimmt hier irgendwie ein Nest oder so. 100 pro. Ja, schnelle Angriffe sind gegen die tatsächlich besser. Also mit dem langsamen Angriff irgendwie vortäuschen und dann mit dem schnellen nachsetzen oder so. Guck mal, da hinten ist auch noch einer. Den holen wir uns. Was geben die eigentlich für Erfahrungspunkte? Ich weiß es nicht. Okay, hat... Oh, no! 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 Keine Ahnung! Mach was! Mach was! Brenn! Lass den Dino brennen oder so! Boah, ich muss so aufpassen. Oh, sterbt doch endlich, ihr Kackviecher. Da kommen gleich zwei von diesen Kackern. So, dann machen wir schöne Wilderei hier. Das ist ja Wilderei, ich sag's euch. Rohes Fleisch, okay, hier sind gar keine Leichen zu sehen. Wahrscheinlich nur irgendwelche Säcke auf dem Boden, wie in World of Warcraft. Und, ja. Dann lass mal Lucky machen. Gut, Pusteblume haben wir hier. Ja, zurzeit ist ja eh in World of Warcraft der BFA-Hype. Battle for Azeroth. Stream ich zurzeit auch. Schaltet mal auf Twitch ein, wenn euch das interessiert. Und, wenn es euch gefällt, lasst doch ein Follow da. Ja, das ist mega gut hier, der Krimbull und so. Hashtag abgehoben und so. Men are trash. Kappa! Ah, eingebildet ist er auch noch. So! Ja, neue Markierung, verlassene Städte. Gut. Da gibt es bestimmt jetzt abgenutzte Lederbalk. Aber, jetzt so... Da gibt es ja richtig Nom hier. Also Bomben muss ich auf jeden Fall herstellen, definitiv. Ich brauche noch ein paar Bömmchen. So, wir können jetzt aber noch kurz meditieren oder so. Warte mal, ich sollte mal meditieren. Hier ist ein Stufe 2 Ghoul. Ich speichere mal kurz ab, weil das wird jetzt gerade ein bisschen brenzlig, falls dann irgendwas Dämliches passiert. Kann ich, ich mach mal diesen neuen Speicherplatz. Genau, dankeschön. Falls irgendwas Dämliches passiert, kann ich nämlich zurückladen. Also was ganz Dämliches. Oder sollen wir meditieren, sollen wir nicht meditieren? Egal, YOLO. So, den Ghoul, den fackeln wir erstmal ab hier. Oh, das sind sogar drei. Eieiei. Ey, ich bin Grimghoul, ja? Ein grimmiger Ghoul. Ich sag's euch. So, dem habe ich erstmal den Kopf weggezwiebelt. Und der nächste, da bist du. Komm her. Du darfst dich nicht heilen, mein Freund. Yeah. Du auch.
du auch, du hässliche Kreatur, Mann. Mit dir will keiner Sex, deswegen bist du so. Oh, ja. Yeah. Umgenatzt. Was? Oh. Jetzt kommt die Dorfbewohner. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Cool! Das ist wahrscheinlich, was die hier meinen. Mit, das finde ich mega gut, aber jetzt kann ich nicht plündern. Das ist scheiße wiederum. Danke für alles. Geralt, danke für alles. Okay. Bevölkerung ist jetzt aber zurückgekehrt, ne? Cool. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut, aber ich hab noch dicke Woher Eier. Hallo. So. Naja, gut, solange mich jetzt hier keiner beobachtet, kann ich mal ein bisschen. Gib mal her hier, Öl. Da ist ein erhalten Becher. Ja, zum Verkaufen wahrscheinlich gut geeignet. Was haben wir hier noch? Eisenerz. Ich sollte halt nur gucken, dass mich hier jetzt keiner. Beim Looten erwischt oder so. Und das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Aber mega gut. Wir haben die Bevölkerung zurückgebracht. Das finde ich ja toll. Das finde ich toll. Gegenstände aufgewertet. Das finde ich aber da wirklich. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich finde das mega gut, ey. Das speichern wir gleich mal ab, weil ich möchte das jetzt hier noch looten. Weil das steht mir jetzt hier zu. Ich möchte eine Bezahlung oder so. Und wenn es meine dicke Eier lernen betrifft. Aber irgendwie die Bäuerinnen wollen nicht. Ach komm, leck mich doch. Woher kommst du? Woher kommst du? Aber ein Kaufmann hätte ich hier freigeschaltet. Und eine Belohnung oder so einen Scheiß kriege ich jetzt nicht dafür. Außer 90 Erfahrungspunkte. Ist das jetzt so oder... Aber guck mal, von der Weltkarte her müsste eigentlich, das ist ja dieser Punkt, den wir erobert haben. Ja, tatsächlich, guck, das ist er. Da hätten wir aber hier noch so Wegpunkte. Das machen wir jetzt alles so ein bisschen hier durch, dass wir natürlich ableveln, bevor wir den Gebietsboss wahrscheinlich. Ich denke mal, der Greif ist der Gebietsboss. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, was er uns schon gesagt hat. Wir sollen ja Quests machen oder uns vorbereiten. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt ebenfalls. Konnichiwa, zeige mir deine Ware. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, mit zwei Augen. So, dann, was hat denn der hier Tolles? Also, er verkauft erstmal Schwerter hier. Hexer, Stahlschwert, Stahlwaffe. Okay. Nee, das ist meins. Ach, er verkauft Kräuter. Optima Mater. Ui, das kostet aber richtig viel Asche, ich sag's euch. Pusteblume und so. Also, er verkauft Wasserflaschen. Er verkauft Kräuter auf jeden Fall, aber die sind, im Vergleich dazu sind die schon arschteuer, hä? Velena Stahlschwert, das da auf jeden Fall können wir erstmal verkaufen, so ein Knüppel und so ein kackrossige Stahlwaffen. Das können wir jetzt erstmal, ja, jetzt haben wir aber erstmal 105 Kohle gemacht. Das ist, verzehrbares, hier haben wir Questgegenstände, sonstiges. Sonstiges, denke ich mal, ist reines Silberplunder, kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft werden, die oder in Handwerkzutaten. Weißt du, dieses oder in Handwerkzutaten, das ist halt das so, das Entscheidende, oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Es ist halt so die Frage, das Zeug ist für Handwerkzutaten, ne, das ist halt schon nice, muss man sagen. Da haben wir ja an sich Handwerkzutaten, die wir brauchen. Aber so jetzt, kann für eine ordentliche Summe an Händlern verkauft werden. Für 63 Gold und so. Ja, Schlüssel mit temerische Lilie-Schlüssel. Ja, gut. Das sind so Angeln. Ja, die kannst du halt für 4 Gold verkaufen. 0,14 an Gewicht klauen sie dir. Kann bei Vivaldi Bank in Novigrad gegen Kronen eingetauscht werden. Vivaldi Bank in Novigrad, okay. Gegen Kronen eingetauscht werden. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Ich glaube, das wäre jetzt so sinnvoll. Weil, ich meine, du kannst den Scheiß ja hier in Handwerkszutaten. Also, ich denke mal, dass Handwerkszutaten besser sind, ne? Boah, leb wohl. Leb wohl.
so jetzt an sich haben wir jetzt nicht so viel Plunder zum Verkaufen. Die Frage ist jetzt nur, warte mal, was habe ich denn eigentlich für ein Schwert ausgerüstet? Das habe ich jetzt momentan vergessen. Wir haben hier schon eine Stahlwaffe, Velena Langschwert. Okay, das haben wir schon ausgerüstet. Theoretisch hätte ich das jetzt dann verkaufen können. Wo ist meine Waffe? Okay, ja, das hat -6 Schaden, Chance auf Bluten, Valena Langschwert. Das könnte ich eigentlich verscherbeln, diesen Meistergegenstand sozusagen. Das Hexerschwert-Hebing, warte mal, das verscherbeln wir auch. Sei gegrüßt. Ja, das verscherbeln wir mal. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Brauchen tun wir das ja an sich nicht, ne, das Schwert hier. Das ist eine Stahlwaffe und für 2 Kronen, Mann. Das ist so ein Witz, ey. Also, da kannst du bestimmt irgendwas anderes draus machen, aber das ist ja mega kacke. Also, das ist wirklich scheiße. So, dann lass uns mal da runtergehen jetzt in das Gebiet. Lass uns da mal gucken. Gnade! Oh ja, was ist los? Ja, ich hab noch dicke Eier, mehr nicht. So. Okay, offensichtlich ist da hinten so ein Viech, was wieder alles tötet. Das ist ja gut. Gut für uns. Erbarm, Gnade! Die Frage ist nur, wo ist das Viech? Ah, da hinten ist der Wolf. Der große, böse Wolf. Nee, also es ist echt günstiger, wenn du Blütenblätter und so einen Scheiß dir kaufst. Hasenfell sammelst und so einen Scheiß. Weil, also komm, ganz ehrlich. Also ich meine, diese Preise, was die hier haben, holy moly. Wie soll ich da zu Geld kommen? Also ich meine, 2 Silberlinge da mal, 2 Kronen für so ein gammliges Schwert. Und wenn du einkaufst, so abartig teuer. Ja, komm mal her, Wolf. Oh, mein Wolfsleber. Gelünscht haben wir. Warte mal, hier oben ist noch was. Sind da noch Wölfe oder was ist da? Oh ja, das ist ein großer böser Wolf, ein Warg. Du kommst auch noch dran, mein Freund. Sag ich doch. Kommen wir auch noch. So, ansonsten gibt es ja hier jetzt nichts wirklich Interessantes. Ja, dann gehen wir mal darüber. Hier ist irgendwas abgeholzt worden oder so. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, die Wildnis durchzusuchen. Nicht schlecht. Ein frischer Hase ist immer gut. Mit dem Schwert gejagt, versteht sich. Also wenn ihr das in der Realität auch könnt, seid ihr verdammt gut. Oh, hier ist ein Gefängnis. Okay, Leute. Dort hinten ist unser Plätzchen, wo wir hin müssen. All das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ciao, ciao.